Hast du nicht selbst in unserer Gegenwart gesagt, du wolltest hierher reiten? Hm? Ja, aber ich habe nicht gesagt, dass ich diese Männer hier treffen wollte. Ha, das konnte ich mir doch denken. Mein Effendi. Der Scheitan hole deinen Effendi. Wir werden ihm die Sohlen zerfleischen. Wie habt ihr erfahren, wo der Treskakonak liegt? Denk mal nach. Wir haben gefragt. Und warum bist du allein geritten? Warum blieben die anderen zurück? Hat euch Suef denn nicht gesagt, dass mein Effendi, mein armer Effendi, ins Wasser gestürzt ist? Ja, und hoffentlich ist er ersoffen. Nein, ist er nicht. Er lebt noch, obwohl er krank, ja, schwer krank geworden ist. Aber morgen, da kommt er nach und dann wird er mich befreien. Glaubst du, Wichtel, dass du morgen noch am Leben bist? Das werdet ihr doch nicht wirklich tun. Hört ihr das? Nicht wirklich tun? Weißt du, was wir mit dir tun werden? Wir werden dir die Sohlen peitschen, dass sie in Fetzen fliegen. Dann werden wir dich ganz langsam unter Wasser setzen. Immer ein bisschen, noch ein bisschen. Bist du ersäufst, du Ratte? Das werdet ihr nicht tun. Nicht? Warum sollten wir auf diesen Spaß verzichten? Weil ihr gläubige Söhne des Propheten seid und einen Moslem martert und mordet man nicht. Zum Scheitern mit deinen Propheten. Wir machen uns nichts aus ihm. Du sollst deines Todes sterben, der schlimmer sein soll als die ewige Verdammnis. Du spürst wohl schon die Angst des Todes. Aber du könntest ihm noch einmal entgehen. Was müsste ich tun? Gestehen! Alles gestehen! Was denn? Wer dein Herr ist und was er von uns will und was er beabsichtigt, gegen uns zu tun. Das darf ich nicht verraten. Da musst du eben sterben. Ja, was habe ich von dem Effendi, wenn ich tot bin? Gar nichts. Ich ziehe es vor, am Leben zu bleiben. Ich werde reden. Brav, das ist dein Glück. Also, wer ist dein Herr? Er ist etwas ganz Außerordentliches. Ich habe schwören müssen, sein Geheimnis nicht zu verraten. Aber ihr sollt es erfahren. Er ist ein fremder Schasade. Was? Mein Schasade, ein Königssohn. Und? Willst du uns belügen? Aber, kommt näher. Er ist aus Indien. Das liegt weit hinter Persien. Und was will er hier? Er sucht sich ein Weib. Ein was? Ein Weib? Und ich dachte, er will uns an den Kragen. Aber warum gerade hier im Land der Skipetaren? Weil es hier die schönste Tochter gibt und weil ein Traum ihn hierher geführt hat. So mach er Suche, mich soll's nicht kümmern. Euch soll es auch gar nicht kümmern. Es hat nur mit dem Mübarek zu tun. Inwiefern? Weil er im Traum den Vater der Schönsten gesehen hat und auch die Stadt, in der er ihn finden soll. Es ist Ostromscha und der Vater, ja, das ist der alte Mübarek. Warum flüchtet er von meinem Herrn? Soll er ihm doch seine Tochter geben? Und er wird Kainata eines reichen indischen Fürsten. Schweig, du Sohn einer Hündin. Deine Zunge hängt voll Lügen. Ich habe nie eine Tochter gehabt. Deine Fendi, er ist ein Giaur, ein Christenhund. Der verfluchte Schänder der heiligen Orte. Ich habe ihn in Mekka gesehen, der Stadt der Anbetung. Er wurde erkannt. Aber der Scheitan stand ihm bei, als er ihn kam. Nehmt Rache für diesen Frevel. Schwein, verdammter Lügner und Verleumder deines eigenen Glaubens. Hast du den Mut zu sagen, dass der Mübarek nicht die Wahrheit gesagt hat? Antworte. Bist du in Mekka gewesen mit diesem Giaur? Ja. Ist er ein Giaur? Ja. So hast du uns belogen. Nun musst du sterben. Und zwar jetzt. Los, öffne den Mund. Oder soll ich dir mit der Klinge die Zähne auseinanderbrechen? Jetzt. Halt! Rührt euch nicht, wenn ihr nicht unsere Kugeln haben wollt. Sidi! Sidi! Schieß sie nieder! Sie fliehen! Sie fliehen! Lasst sie nicht laufen! Israt, binde Halef los. Du kamst zur rechten Zeit, Effendi. Ich hätte gar nicht kommen sollen. Habe ich dir nicht strikt verboten, eigenmächtig zu handeln? Du bist mit einem blauen Auge davongekommen. Hole mir den Wirt her. Oder ist er mit den anderen weggeritten? Nein, er ist hier. Ich habe ihn gefesselt. Ich bin unschuldig, Effendi. Frage mein Weib, mein Kind, meinen Knecht. Sie werden dir alle sagen, ich bin unschuldig. Unschuldig? Ja, unschuldig? Und als du sie alle beim Namen nanntest? Du kennst sie wohl gar nicht, hä? Aber sie sagten doch immer ihren Namen. Schon gut. Wenn du unschuldig bist,
kannst du ja mit uns zusammenarbeiten. Verlangt von mir, was ihr wollt, Effendi. Ich werde alles tun. Dann besorge mir einen zuverlässigen Führer. Das könnte ich schon, aber dann müsst ihr mir sagen, wohin ihr wollt. Nach Kalkandelen. Ich dachte, ihr wollt den 5 Reitern folgen. Wer hat dir das gesagt? Ja, sie sprachen gestern davon. Sie sagten, ihr verfolgt sie schon seit langer Zeit. Es ist aber nicht meine Absicht, es noch länger zu tun. Ich bin es müde geworden, immer hinter Leuten herzureiten, die einem immer wieder entgehen. Man kommt dabei in Unannehmlichkeiten. Ich gebe die Verfolgung auf. Wenn ich dir aber verraten würde, wo sie sind und wie du sie ganz bestimmt fangen könntest. Was weißt du? Na, ich kenne den Weg. Wohin sind sie geritten? Von hier direkt nach Glogovik. Ich habe ihnen den Weg beschrieben. Das ist ja prächtig. Dann reiten wir heute noch nach Glogovik. Ob wir dort wohl erfahren können, wohin sie weitergeritten sind? Nicht nötig. Auch das weiß ich. Ich habe alles erlauscht. Sie wollen weiter nach Fandina. Dort liegt auch der berühmte Teufelsfelsen. Dort wurde Isa bin Marjam, euer Jesus von Shaitan, versucht, widerstand ihm aber. Der Shaitan schlug voll Zorn mit seiner Faust auf den Felsen und spaltete ihn in 2 Teile. Durch diese Spalte müsst ihr reiten. Ich freue mich, dies alles kennenzulernen, aber ich möchte nicht zu oft den Führer wechseln. Kennst du niemanden, der uns den ganzen Weg führen kann? Ich zahle 200 Piaster. 200? Dann werde ich dich führen, Effendi, wenn du es mit mir versuchen willst. Mit Freuden. Halef, hole unsere Pferde. Warum soll Israt uns nicht weiterführen? Er bleibt bei uns. Aber wir brauchen einen Führer, der diese Gegend, in die wir jetzt müssen, ganz genau kennt. Sidi, wie kannst du nur so freundlich sein zu diesem Schurken? Die Wut erwürgt mich fast. Wir müssen ihn in Sicherheit wiegen. Er darf nicht ahnen, dass wir ihm misstrauen. Ich bin bereit. Wir können reiten. Dann los.